Herzlich willkommen im Palais Papius in Wetzlar. Das ist mein Lieblingsort in Hessen. Hier kann man nachspüren, wie man lebte, als es Könige und Kaiser gab. Eine Wetzlarer Kinderärztin, Fräulein Irmgard von Lemmers-Danfort, hat zeitlebens gehobene Wohnkultur des 16. bis 18. Jahrhunderts gesammelt. Dieser Spieltisch ist ein Geschenk des französischen Königs Heinrich II. An seine Geliebte Diane de Poitiers. Den konnte man auch mitnehmen auf Reisen. Und so konnte der französische König und seine Freundin sich jederzeit die Freizeit damit gestalten. Im Festsaal sind Kabinettschränke zu bestaunen. Kabinettschränke waren dazu da, dass man Objekte gesammelt hat, aus der Natur zum Beispiel. Und dann hat man sich mit Freunden getroffen und hat über diese Dinge gesprochen. Ein kleines Geheimnis besteht darin, dass man im Festsaal sich trauen lassen kann. Man kann heiraten dort in diesem Festsaal. Wir sind hier in der Grimmwelt Kassel. Das ist mein Lieblingsort in Hessen. Hier gibt es alles über die ungewöhnlichen Brüder Grimm zu erfahren und natürlich eine ungewöhnliche Architektur. Wusstest du vielleicht schon, dass die Brüder Grimm über 30.000 Briefe zeit ihres Lebens geschrieben haben oder die berühmtesten Netzwerker ihrer Zeit waren? Hier ist der wissenschaftliche Teil der Grimmwelt. Hier findest du natürlich auch die Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen. Hier haben sie alle ihre handschriftlichen Notizen eingetragen. Aber natürlich, die Brüder Grimm sind berühmt geworden über ihre Märchen. Und deshalb gibt es hier auch eine kleine, wunderbare, spielerische Erlebniswelt über die Märchen. Nach ihrem Rauswurf als Revolutionäre in Göttingen haben die Brüder Grimm hier in Kassel das deutsche Wörterbuch begonnen. Hier gibt es übrigens in der Grimmwelt eine wunderbare Installation von Ecke Bonk. Aus der Documenta kann man alle Wörter nacheinander sich anschauen den ganzen Tag. Wir sind hier im Museum Künstlerkolonie, eins der Ausstellungsgebäude auf der Mathildenhöhe Darmstadt, mein Lieblingsort in Hessen, wo wir Werke zeigen, die die Mitglieder der Künstlerkolonie Darmstadt entworfen haben und die eine ganz besondere Bedeutung für die Entwicklung von Design in Deutschland haben. Auf der Mathildenhöhe Darmstadt hat Peter Behrens sein allererstes Haus gebaut. Und dieses Haus war für die Besucher der Ausstellung von 1901 zu besichtigen. Und darin konnten sie dann auch die wunderbaren Schiebetüren sehen, die zum Musikzimmer von Peter Behrens führten. Ein Highlight hier im Museum Künstlerkolonie ist das Speisezimmer von Peter Behrens, was er für das Kaufhaus Wertheim in Berlin gestaltet hat. Und im Jahr 1902 war das wirklich eins der modernsten Gesamteinrichtungen, die es gab. Im Eingangsbereich des Museum Künstlerkolonie ist der Grundstein von diesem Gebäude zu sehen. Und manche verpassen diesen Stein, wenn sie das Museum besuchen. Aber dort, damit begann, mit diesem Stein begann eigentlich alles auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Und wann besuchst du meinen Lieblingsort in Hessen?